Hallo und herzlich willkommen hier auf der Hof Bergmann Map. Mit diesem Projekt wollte ich euch die neue Beta 3 vorstellen. Ja, für alle, die Hof Bergmann jetzt noch nicht kennen, zeige ich natürlich auch die anderen Sachen, aber hauptsächlich geht es natürlich auch um die Neuerungen hier. Zum Beispiel habe ich schon mal angefangen mit Maisdreschen und habe die Strohablage da angelassen. Ja, man kann hier jetzt Strohablage anmachen beim Maisdreschen. Also ich finde es phänomenal. Das kann man pressen oder auch, dies hier ist natürlich Roggen jetzt, aber das kann man pressen, das Stroh, oder auch lose fahren. Wenn man es lose fährt, kann man das auch wunderbar, ich habe hier schon mal einen Trecker vorbereitet, mit dem Ladewagen. Wenn man es lose fährt, dann kann man es auch wunderbar weiterverarbeiten zu Kompost, was man dann ja hinterher in seinen Gewächshäusern gebrauchen kann. Also, ja, quasi das Abfallprodukt richtig nutzen, würde ich sagen. Also, ja, auf allen anderen Maps ist es ja so, dass das einfach auf dem Feld bleibt und man nicht mal einen Düngeeffekt dadurch hat. Und hier ist es halt so, dass man das wirklich für sich nutzen kann. Ich zeige euch gleich auch, wofür man die Ballen gebrauchen kann und wie das dann so aussieht. Also dies hier ist jetzt erstmal ein Ladewagen voll mit Maisstroh. Und das kann man hier dann super zu Kompost weiterverarbeiten. Das finde ich eigentlich sehr cool, weil ich persönlich sehr gerne mit den Gewächshäusern spiele. Und dann brauchen die halt keinen Mist, sondern die kann man dann mit Maisstrohkompost versorgen. Finde ich sehr gelungen. Hier, also man kann das hier jetzt so in den Komposter abladen. Die Ballen werden hier leider nicht genommen. Das funktioniert nicht, dass man hier Ballen anliefert. Die bleiben dann einfach im Ganzen im Silo liegen. Habe ich auch schon versucht. Das klappt leider nicht. Aber naja, ich denke, man kann nicht alles haben und das ist schon Jammern auf sehr hohem Niveau. Weil, wo hat man sonst Maisstroh? Also, so, hier wollte ich euch jetzt mal zeigen, so sieht das denn in den Schwelen aus, was der Drescher auswirft. Hier sehen wir dann die fertigen Rundballen. Also ich finde, sehr schön dargestellt sind sie. Und ja, wir machen hier einfach mal einen Helfer rein. So. Genau, das ist jetzt ein Autoload-Anhänger. Weil ich mir dachte, wenn wir jetzt noch anfangen mit dem Frontlader die zu sammeln, das dauert einfach alles unnötig lange. Und es gibt hier so viel Zeigenswertes oder Sehenswertes auf der Map, dass ich mir dachte, naja, wie ich jetzt mit dem Frontlader Ballen einsammle, gehört nicht dazu. Darum habe ich einfach mal einen Autoloader dazu genommen. Also ich finde die Map mega gelungen. Und mir gefällt sie richtig, richtig gut. Man kann hier dann auch das Maisstroh, ja, das zeige ich euch gleich, wo man das denn lässt, was man damit anfangen kann. Aber man kann auf jeden Fall Geld daraus produzieren. Und die Produktionen jetzt sind ja alle ohne Global Company. Nachdem der eine dem anderen eine Sandkiste im Kindergarten die Schaufel geklaut hat, hatten die ein bisschen Streit. Mein zweijähriger Sohn und meine vierjährige Tochter haben schon mehr Verstand. Aber die Produktionen laufen jetzt gut. Die hat er jetzt ja umgestellt, der Farmer Andy. Dadurch, dass die von Global Company ihn ausgeschlossen haben oder seine Map mit einem Update ausgeschlossen haben, war er ja gezwungen, das jetzt umzuschreiben. Und ja, ich finde, das ist ganz gut geworden. Also man kann es gut spielen.
So, jetzt sind wir bei der Biogasanlage. Und hier sieht man jetzt auch, wofür man es gebrauchen kann. Und hier kann man dann die Strohballen zu Gas veredeln quasi. Ja, also ich finde es mega gelungen. Hier mit Strohballen und so. Und ja, dann hat man hier Enten, Ziegen. Also man hat ganz viele Dinge, die es ja eigentlich für ein LS so gar nicht gab. Durch Mods. Dann gibt es hier Kälber auf der Map. Man hat Ferkel und ja, aber das zeige ich euch dann alles auch in anderen Folgen noch. Ich habe gedacht, heute wollte ich euch erstmal zeigen, was man mit dem Maisstroh hier anstellen kann. So, jetzt haben wir hier die BGA voll und dann sollten wir sie auch mal in Betrieb nehmen. Achso, hier fehlt quasi noch Gülle. So kann man sie noch gar nicht in Betrieb nehmen. Okay, das wusste ich nicht. Aber macht ja nichts, das kriegen wir auch noch in den Griff. Ja, am einfachsten ja mal eben mit dem LKW um die Gülle kümmern. Ja, wir sind hier auf einem sehr glaslastigen Hof und darum denke ich, das passt, wenn wir hier den Glas auch oder den LKW auch in Glasfarben ausliefern lassen. So, dann gucken wir mal Tankpack. So, dann schauen wir mal, dass wir da einsteigen, dass wir die BGA heute auch noch in Gang kriegen. Aber wir müssten bei den Kühen auch Gülle genug haben, also daran soll es nicht scheitern. Ich dachte, man könnte das auch nur mit Feststoffen betreiben, aber... Und was ich sehr gelungen auch finde, ist, dass man hier das Gas ablassen kann. Das heißt, man kann genau gucken, wann verdiene ich mit meinem Gas am meisten Geld und wann verkaufe ich mein Gas. Also das ist ja auch eine Funktion, die gab es ja so normal im LS bei keiner Biogasanlage. Das war immer nachts, dass es verkauft wurde und du dann dein Geld gekriegt hast. Und hier ist das so, dass du selber entscheidest, wann du dein Geld bekommst. Beziehungsweise zu welchem Zeitpunkt du es am besten verkaufst. So, ein paar Kühe habe ich uns hier auch schon besorgt. Dann kann man hier sogar Gülle lagern. Es gibt noch ein extra Lagersilo für Gülle. Ist jetzt durch das Menu Trading nicht mehr einzigartig, aber finde ich immer noch bemerkenswert. So, hier haben wir Gülle. Und dann ist das natürlich auch schön animiert hier, wie die Pumpe das da reinfördert. Ah, ich finde im Großen und Ganzen, ich bin sehr, sehr begeistert von dieser Map. Man hört es vielleicht raus. Also, ich finde die wirklich sehr, sehr gelungen. Und da ist dann auch die Lagerkuhle, wenn man jetzt über den Winter kommen muss. Ich habe jetzt erstmal den Seasons rausgelassen, weil ich... Denke, hier gibt es so viel zu sehen. Wenn wir jetzt noch mit dem Seasons spielen, dann kommen wir gar nicht mehr rum. Also, dann wird das alles nix. Weil dann alles ja wesentlich länger dauert. Und so denke ich, ist das eine ganz gute Kompromisslösung. Ich spiele sonst lieber mit dem Seasons und wir wollen die Hof Bergmann auch irgendwann als Rollenspiel mit rausbringen. Wir haben da schon einige Ideen. Wie man auch auf der Hof Bergmann, wo ja viele sagen, oh, es gibt nur einen Hof,
Nee, also ist Quatsch. Die Beta 3 funktioniert jetzt leider noch nicht auf dem Server. Aber sobald die dann offiziell released ist, wollen wir auch das als Rollenspiel mit rausbringen, weil ja, zum Beispiel hier die Biogasanlage kann ja auch super jemand anderes führen als der Hofbetreiber, weil es gibt hier echt so viel Arbeit. Eigentlich, man kann sich gar nicht um alles kümmern. Es gibt Ziegen, es gibt Kälber, es gibt Ferkel. Ja, einfach so viel zu tun, dass ich wirklich der Meinung bin, man kann sich nicht um alles kümmern. Und deshalb wäre das ganz gut, wenn man das jetzt irgendwann ins Online bekommt. Oder wenn das irgendwann offiziell released ist, dann kann man es ja auch wieder online spielen. Und ja, also ich denke, das wird dann auch sehr interessant. Hier kann man super spielen. Und ich denke auch spielen mit mehreren Höfen. Also ich bin der Meinung, hier muss man nicht nur einen Hof haben. Und ja, das wird bestimmt gut. Müssen wir mal schauen. Also ja, wie gesagt, heute wollte ich euch mal das Maisstroh zeigen, was man hier. Ich habe hier hinten auch mal ein Silo hingemacht. Also ein Ballenlager. Schönes Offenlager. Ich dachte, hier bei der BGA passt das ja super mit Maisballen, dass man hier das Offenlager auch hinmacht. Ja, was meint ihr? Wie gefällt euch die Hof Bergmann? Also, wie gesagt, ich guck mal, dass ich euch jetzt immer ein bisschen was vorstelle von der Hof Bergmann. Heute sollte es erstmal für den Anfang das Maisstroh sein. Und ja, also ich finde es gut animiert und ich finde auch, ja, die Funktion an sich super, dass man damit Kompost machen kann, wenn man es lose hat und die Ballen hier in der BGA verwerten kann. Ich finde es klasse. Und hier hinten kann man dann die Gärreste flüssig rausholen und dann hat man hier natürlich dann noch Gas. Und das Gas kann man je nach Marktpreis dann verkaufen. Das fand ich echt interessant hier, dass man hier nicht mehr immer nachts das Geld bekommen für das, was man dann angeblich verkauft hat, sondern man kann hier wirklich das Gas gezielt verkaufen. Hier dann den Gashaupthahn öffnen, um das Gas zu verkaufen, wenn man sagt, jetzt bringt es gerade gutes Geld oder wenn es voll ist hier, könnte ja auch sein. Mach mal die Zeit ein bisschen schneller. Guck, dann kriegt man auch schon ein bisschen Gas. So. Ja, hier dauert es anscheinend einen Augenblick, bis es da abgebucht ist. Ja, hier kann man das Gas also gezielt dann verkaufen, wenn man das gern möchte. Ja, ich finde es cool. Und ich denke, das war es dann auch soweit von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt auch gerne was in die Kommentare. Was wollt ihr gerne sehen? Was interessiert euch? Ja, das Maisstroh haben wir jetzt auch gesehen. Ja, das war einfach so das, was ich euch jetzt in der ersten Folge mal zeigen wollte. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.